Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Wasserburger, ich darf Sie recht herzlich zu den Videonachrichten der Wasserburger Stimme begrüßen. Von uns bekommen Sie an dieser Stelle jeden Freitag einen Ausblick auf das Wochenende und die kommende Woche in Stadt- und Altlandkreis. Mein Name ist Jan Fromm und hier bitte ist unser Überblick. Das wird ein Kulturwochenende der Superlative. Die dritten Wasserburger Nächte stehen vor der Tür und werden heute eröffnet. Es wird geschraubt, gesägt und geschaufelt. Am Inndamm ist seit ein paar Tagen wieder der Arbeitseinsatz des Kulturkreises Wasserburg. Der Dachverband der heimischen Kunst- und Kulturschaffenden richtet alles für die dritten Wasserburger Nächte her. Die stehen heuer unter dem Motto Grillen und Chillen und bieten an 11 Tagen vom 15. bis 25. Juli ein abwechslungsreiches Kulturprogramm am Inn zwischen Gries und Sportplatz. Los geht's heute um 18 Uhr und der Inn schaute gestern mit 4,50 Meter Pegelstand auch schon mal vorbei. Und auch in Haag geht's hoch her mit einer spektakulären Licht- und Feuerwerksinszenierung von Nick und Clemens Prokop. Wird der Haager Schlossturm am heutigen Freitag nach seiner Sanierung gefeiert. Die etwa 20-minütige Show beginnt im Anschluss an das ausverkaufte Blechschadenkonzert. Aber mehr noch, an allen drei Abenden des Wochenendes strahlt der Turm im von den Künstlern speziell entwickelten Lichtdesign. Und es gibt ein umfangreiches Programm. Die schöne Kinozeit am Stor beginnt. Die Freude darauf ist bei vielen riesengroß, wenn sie wieder ab diesem Wochenende startet. Dank Rainer Gottwald und seinem Wasserburger Utopia, klasse Filme warten, super Live-Musik und ein eigener Irgendwie- und Sowieso-Abend. Auch der Eberhofer Franz fehlt natürlich nicht im Sommer 2016 am Stor. Alte Karossen in Wasserburg und Aibling. Am Wochenende findet die dritte oberbayerische Meisterklassik, die Oldtimer-Rallye des Kraftfahrzeuggewerbes statt. Bad Aiblings Bürgermeister Felix Schwaller startet am morgigen Samstag 70 Oldtimer und Klassiker. Anschließend geht es zwei Tage durch die Altlandkreise Bad Aibling und Wasserburg. So viel zu den Terminen in Stadt und Land und nun zum Wetter. Es wird endlich wieder trockener. Fürs Wochenende sagen die Wetterfrösche durchweg sonniges Wetter voraus. Und dazu gibt's angenehme Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad. Nachts sinken die Werte bis auf 15 Grad ab. Ideale Bedingungen also für die Wasserburger Nächte. Auf geht's zum Inndamm und hoffentlich trocken. Das war unser Videoüberblick fürs Wochenende und die folgenden Tage. Die Wasserburger Stimme, wir alle, wünschen Ihnen ein wirklich schönes Wochenende. Bis bald. Thank you.